Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch habe ich... Falsch angezogen. Oh, einen Moment. Hallo und herzlich willkommen zu P-Lines Mysteries. Das ist ein Format, in dem ich die Wahrheit über manche Dinge aufkläre. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar Jasmine. 23 Jahre alt und 6 Millionen Abonnenten auf YouTube. Danke fürs Kommen. Keine Ursache. Wir möchten uns heute dem Thema widmen, wie YouTube wirklich ist, wie es wirklich ist, YouTuber zu sein. Und Jasmine hat sich bereit erklärt, uns ein paar geheime Details zu verraten. Allerdings möchte sie unerkannt bleiben. Also erzähl uns doch erstmal, wie du überhaupt zu YouTube kamst. Ich war ungefähr 17 Jahre alt, als ich täglich YouTube erschaute. Und mich dazu entschloss, selbst Videos zu drehen und diese zu veröffentlichen. Was hielten deine Eltern davon, dass du YouTube-Videos drehst? Am Anfang wussten die gar nichts davon, da ich mich schämte. Als sie es jedoch herausfanden vor ein paar Jahren, musste ich mir tagtäglich blöde Kommentare anhören. Vor allem mein Vater meinte mir andauernd, Verbesserungsvorschläge geben zu müssen. Irgendwann bin ich dann ausgerastet. Ausgerastet? Inwiefern? Die Schule abgebrochen, angefangen Fastfood zu essen, YouTube hat so einige Dinge mit mir gemacht. Was für Dinge? Sobald ich die ersten 100.000 Abonnenten erreichte, meldeten sich die einzelnen Netzwerke bei mir und lockten mich mit Geld und noch mehr Follower. Ich war naiv und Fanger, also entschloss ich mich, den Vertrag zu unterschreiben. Ich dachte, ich gebe einfach 20% meines Einkommens ab und kriege im Gegenzug mehr Abonnenten und Auftritte auf Conventions und YouTuber Day und so. Aber was die von mir verlangten, es waren grausame und schreckliche Dinge. Ich sollte meine Eltern aus dem Weg schaffen. Du hast doch nicht etwa... Doch, ich musste. Ich hatte keine andere Wahl. YouTube hat mich dazu gezwungen, für Klicks. Also leben meine Eltern jetzt in einer Villa in Los Angeles, für Klicks, damit die Leute denken, ich wäre voll großherzig und selbstlos. Weißt du, was richtig schlimm ist? Ich muss ja andauernd Werbung machen für Coke TV und diese öde Cola in die Kamera halten und mega glücklich aussehen, wenn ich das trinke. Aber in Wahrheit bin ich totaler Pepsi-Trinker. Ich hasse Cola. Weißt du, was aber noch viel schlimmer ist? Netflix. Ich habe so viele Interviews, die ich geben muss, Videos, die ich drehen muss, weil die Miete anfällt. Und ich immer mehr Abos kriege. Aber ich komme einfach nicht los. Sobald eine Serie zu Ende ist, habe ich schon eine neue, die mir vorgeschlagen wird. Wann war das letzte Mal, dass ich duschen war? Hast du denn gar kein schlechtes Gewissen? Oh doch, und wie? Aber Clickbait regelt. Ein Video, in dem ich Backtipps gebe und dann nenne ich dies, ich habe nackt einen Rainbow-Kuchen gebacken. Und schon habe ich Follower und Klicks wieder drin. So läuft das nun mal auf YouTube. Die meisten meiner Videos sind eh geklaut von amerikanischen YouTubern und ich habe es 1:1 kopiert und halt nur auf Deutsch gedreht. Interessant. So ist das also. Ja, die Leute denken immer, es dreht sich nur um Klicks, Abos und Fame. Die Fans sind uns scheißegal. Wir ziehen den 12-Jährigen mit Merch und Beauty-Produkten das Geld aus dem Hals. Aber das Ding ist, die Leute haben recht. Die wissen es nur nicht. In Wahrheit hasse ich es, Fans auf der Straße zu treffen. Die behandeln mich, als wären wir Best Friends, aber ich habe diese Person noch nie in meinem Leben zuvor gesehen. Mittlerweile nehme ich 12 Euro pro Selfie und drohe den Kids, wenn sie es wagen sollten, das zu verraten. YouTuber sind ja richtige Monster. In der Tat. Ich werde jetzt erstmal mit Bibi und Dagi meine Achse auffärmen gehen. Du weißt leider zu viel, P-Line. Wow, warte, ich bin auch selbst YouTuber. Ach so, ja dann. Aber du bist beliebter als ich.